Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade bei Prinz Markus, haben schon eine Folge abgedreht, habe ich euch verlinkt. Jetzt gucken wir uns gleich seine Autos an. Hier öffnet Markus schon das Tor. Was haben wir hier Schönes? Guck mal, das ist zum Beispiel ein Auto für mich, Leute. Mercedes Maybach. Ja, Mercedes-Fan. Markus, mein Lieber. Alles klar? Ja. Super, wir machen das mal anders. Diesmal gebe ich dir auch ein Mikrofon. Oh ja, Luxus. Endlich kriege ich ein Mikrofon. Guck mal, Markus, ich muss schon mal erstmal sagen, ich privat fahre Mercedes. Mercedes ist meine Marke und das Auto ist richtig geil. Ist ein Maybach. Habe ich in Russland gekauft für 80.000 Euro. Dann habe ich ihn hierher gebracht. Der hat nur 10.000 Kilometer gehabt. War aber, glaube ich, 2019 oder so. Dann habe ich einen Facelift machen lassen für 10 Mille und dann sieht er aus wie ein 2020er oder 2021er. Schnapper. Und ist einfach, also als Chauffeurfahrzeug ist es das Geilste, was es gibt. Man sitzt hinten drin, super bequem. Bequemer als im Rolls, muss ich sagen. Das ist nämlich das. War bequemer als im Rolls. Aber er hat halt hinten auch nur zwei Sitze. Und in meinen Ghost kann ich halt 4 Kinder reinstopfen, ist kein Problem, okay, hinten auf die Rückbank. Und dann habe ich hier noch einen Oldtimer. Den muss ich eigentlich mal rausfahren. Wenn man jetzt auf die Scheinwerfer guckt, denkt man erstmal Benz, aber Cadillac, glaube ich. Sag mal, Lieber, willst du, dass er dich umfährt oder was? Komm mal zur Seite, mein Lieber. Cadillac Eldorado Superfly von 1970 und der ist genauso alt wie Dubai. Ja. Dubai wurde ja 1970 gegründet, weil ich so happy bin, dass ich hier wohnen darf. Habe ich dieses Auto machen lassen in Amerika. Hat fast 2 Jahre gedauert. Mit der UAE-Embleme, mit der UAE-Color von der Flagge. Weiß, rot, schwarz, grün. Und das Auto wurde modifiziert von so einem speziellen Typ. So ein 70-jähriger Mann, der macht nichts anderes. Der hat die ganzen Chromteile wie das hier. Okay. Und das hier. Und das hier, die Lampen. Hier habe ich Flaggenhalter. Ja, nice. Und das Auto habe ich nur gebaut, weil ich so verliebt bin in Dubai. Da wollte ich so ein Dubai-Auto haben, das genauso alt ist wie Dubai. Und jetzt habe ich es. Und wenn ich damit rumfahre, das fällt mehr auf wie der Bugatti. Ich schwör's dir. Ja, weil das, sowas sieht man hier halt gar nicht. Ja, genau. Gibt es 2 Stück. Es gibt ja noch so einen ganz, ganz reichen Mann, der heißt Rainbow Scheich. Okay. Der hat das gleiche Auto und ich. Wir haben es beim gleichen Umbauer machen lassen. Jetzt gibt es 2 solche Autos hier in UAE. Ja. Das ist nice. Und was zahlt man für so ein Auto? Ja, ich habe so knapp 200.000 Euro. Knapp 200.000? Boah. Ja. Und das ist ja cool, weißt du, ich mag ja die alten Amis. Und dann hast du hier die durchgehende Sitzbank, da können vorne 3 Leute hinten sitzen, hinten 3 Leute sitzen, vorne 3 Leute sitzen. Ja. Ist schon cool. Schön hier noch mit Fell auf dem Boden. Okay. Aber man gleitet so dahin, wie wenn man Schiff fährt. Ja. So über die Wellen. Ist sehr angenehm zu fahren. Guck mal hier. Das ist ja, das hat er alles extra gemacht, diese ganzen großen Chromteile. Mhm. Und wenn du hinter dem Auto herfährst, ist halt schon massiv, sieht halt toll aus. Ist mal was anderes, muss nicht immer Ferrari oder Bugatti sein. Nee, geht auch mal ein Cadillac, der über 50 Jahre alt ist. Ja, ah, nice. Aber jetzt zeige ich dir mal die Angebergarage. Die Angebergarage, okay. Ist das hier die Garage für den Alltag, dass du dich das hier... Das ist die Garage für Fahrer. Für Fahrer? Ja. Okay. Für Fahrer. Also du fährst mit den Dingern gar nicht? Ja, ich fahr mit, aber nicht selber. Hinten fährst du, ja, okay. So, hier haben wir eine riesen Einfahrt, noch mal eine größere Garage. Mir war wichtig, dass ich einen Wendeplatz habe, dass ich vorwärts, rückwärts einparken kann. Ja. Und dann habe ich hier, das sind die Autos von meiner Frau. Ah, okay. Die ist Porsche-Fan und die macht sich immer lustig, weil der 911 Turbo S von 0 auf 100 2,4 Sekunden braucht und mein LaFerrari braucht halt 2,6 Sekunden. Und da ist sie halt 0 auf 100 schneller als ich. Aber im VMAX natürlich nicht, aber wir können ja VMAX in Dubai gar nicht ausfahren. Also das ist sie eigentlich immer schneller als ich. Ja. Und das freut sie. Und den habe ich in Ibiza gesehen? Genau, den habe ich von Ibiza mitgebracht. Okay. Da hatte ich 2, der weiße ist immer noch da, den habe ich meinem Nachbarn geschenkt. Und den roten habe ich wieder mitgebracht, weil meine Tochter sagt, das ist Red Cherry, muss mit nach Dubai. Ja, Red Cherry muss mit. So. Dann geht es weiter hier. Achso, da ist übrigens das Auto, gehört meiner Tochter. Ah, ein Buggy. Nein, nein, kein Buggy. Das ist ein Barbie-Buggy. Ein Barbie-Buggy, ein okay. Barbie-Buggy. Jetzt schön. Braucht man ja alles in Barbie, deswegen Barbie-Buggy. Und dann fährt sie mit ihren Schulkameraden hier durch Alberari. Ja. Sie ist jetzt 13, aber man braucht hier keinen Führerschein, weil wir ja quasi in der Community fahren. Okay. Wir fahren nicht auf öffentlichen Straßen, sondern hier in der Community, da kann sie rumfahren. Haben die Kinder Spaß. Nice. Sollen wir von hinten anfangen oder von vorne? Von hinten. Ne, von vorne, von vorne. Ich hab jetzt schon gedacht.
Der steht von hinten. So, die Türen gehen nicht elektrisch, weil die seitwärts sich bewegen. Und dann habe ich gelernt in Dubai durch den Sand und so, wenn es nach oben geht, kann man es elektrisch machen. Wenn es nach seitlich geht, geht es nicht elektrisch, weil dann es festgesteckt bleibt. Also Handarbeit. Ich glaube, das Auto kennst du auch noch von Ibiza. Ja, stimmt. Das ist der Rolls-Royce Drophead. Den habe ich damals 2013 im Werk von Rolls-Royce konfiguriert. Und ich habe ihn seitdem immer noch. Jetzt hat er 14.000 oder 15.000 Kilometer. Ist eigentlich mein Lieblingsauto. Wenn einer zu mir sagt, welches Auto würdest du behalten, wenn du eins behalten könntest, das glaube ich das. Das Dach geht auf, fährt vernünftig, macht immer einen guten Eindruck, sehr bequem, zuverlässig. Ist ein tolles Auto. Was hast du bezahlt für das Auto? Damals, das waren es 585.000 Euro. Boah. Ja. Aber welches Auto hast du in Frankfurt gekauft? Das war ein schwarzer Rolls-Royce. Den hast du nicht mehr. Doch, der steht aber in Frankfurt. Ach so. Du hast da auch noch Autos? Ja. Ich habe auch diesen Sommer, weil der Rolls-Royce war ein bisschen zu klein für das ganze Gepäck. Wir haben so eine Tour gemacht durch Europa. Und da habe ich einen Audi Q8 RS gekauft. Ja. Der steht auch noch da. Und das ist ein tolles Auto. Okay. Das ist echt ein tolles Auto. Ist ja wie der Urus. Ja, aber der kostet ja nur ein Drittel. Das ist das, ja. Und ist schneller. Auf der Nordschleife. Echt? Ja. Okay. Wir haben einen Test gemacht. Da haben wir gegen die Urus, gegen Audi Q8 RS. Und der Q8 RS war ein paar Sekunden sogar schneller. Oh, heftig. Ja. Dann haben wir hier einen Bugatti. Das ist jetzt mein vierter. Dein vierter Bugatti? Ja. Und Bugatti Chiron? Ja, genau, Chiron. 110 Anniversary, was weiß ich. Auf jeden Fall ist schön, dass das Sichtcarbon hat. Und das Sichtcarbon, also die Autos sind ja alle aus Carbon. Aber wenn man das Carbon sehen will, also wenn das Auto nicht lackiert wird, zahlt man 100.000 Euro mehr bei Bugatti, dass man das Sichtcarbon hat. Weil ich denke halt, dann müssen sie es halt hier ganz genau schneiden, dass es schön zusammenpasst. Aber es ist schon sehr lustig, dass wenn man auf die Lackierung verzichtet, zahlt man 100.000 Euro mehr. Ja, das ist schon Wahnsinn. Chiron macht Spaß, aber mittlerweile durch die ganzen Servicekosten, wo man da hat im Jahr, auch wenn man es nicht fährt, ich habe einen Veyron, den habe ich jetzt Gott sei Dank verkauft, ein Cabrio. Ich habe 100.000 Euro Kosten im Jahr, auch wenn ich das Auto gar nicht bewege. Echt? Für diesen Pflichtservice, wo man immer machen muss bei Bugatti. Und dann komme ich mir irgendwie vor, wie so ausgebeutet komme ich mir vor. Mhm. Und deswegen habe ich gar keinen Bock mehr auf Bugatti. Ich habe noch einen gelben Chiron in Deutschland mit 500 Kilometern, will ich verkaufen. Ich will alle Bugattis verkaufen. Ich sehe das nicht ein, dass ich, wenn ich vier Bugattis habe, habe ich 400.000 Euro Kosten nur für Inspektionen. Service, ja. Und Service. Und wenn man das hochrechnet, sind 35.000 Euro im Monat. Nur für das, dass man vier Bugattis in der Garage hat. Also, mir geht es schon gut finanziell, aber ein Verschwender bin ich trotzdem nicht. Und den willst du auch verkaufen? Alles weg. Wie viel? Naja, 2,5 oder so, 2,3, so irgendwas. Das hat schon ein paar Kilometer. 2,3 Millionen? Ja, 2,3. Also, wenn einer von euch einen Bugatti haben will, 2,2 werden die von meinem Video kommen. Ja, 2,2, aber hat schon ein paar Kilometer. Da habe ich noch den gelben in gelb-schwarz, ist ja die Originalfarbe von Bugatti, das ist die Rennfarbe. Und der will ich auch verkaufen, aber für den will ich 3 netto. Das ist ein tolles Motorrad hier. Ja. Das ist die Diavel, das ist eine Kooperation zwischen Ducati und Lamborghini. Und gibt es, glaube ich, auch bloß 100 Stück, sind auch brutal im Wert gestiegen. Ich bin noch gar nicht gefahren mit. Also hat 0 Kilometer. Du hast auch einen Motorradführerschein? Natürlich. Okay. Ich bin ein Biker. Ach so. Dann habe ich hier mein gutes altes Stück, der SLR Cabrio. Den habe ich auch damals neu gekauft in Stuttgart 2007. Und ich gebe ihn nie her. Nee. Genauso wie der Drophead. Der war, glaube ich, auch in Ibiza, oder? Der war auch in Ibiza, da war aber Silber. Silber, ja. Und dann ist hier, also, das ist das Beste. Das Endlevel. Das ist Endlevel. La Ferrari? Ja. Was kostet der? 4 Millionen? Ja, im Moment ist das auf 4 Millionen, ja. Boah. Wenn ich jetzt die Bugattis weg habe, dann kaufe ich mir noch einen La Ferrari Aperta, also das Cabrio. Ja. Die werden aber auch mittlerweile für 6 Millionen gehandelt, ne? Okay. Und was zahlt man da für Service? Auch so viel? Nee. Nein. Das zahlt man Service, wenn man Kilometer drauf hat. Okay. Und es ist auch nicht so teuer. Okay, ich habe eine neue Batterie gekauft nach 5 Jahren. Die kostet dann 250.000 Euro, nur die Batterie. Mhm. Aber das kommt ja nicht jedes Jahr vor. Von daher, neue Batterie, weil es ist ja ein Hybrid. Ich bin normalerweise kein Hybrid-Fan, aber der LaFerrari ist einfach das geilste Auto der Welt. Ja. Ist einfach so, wie der fährt. Und ist auch kein so viel Schnickschnack. Ich habe ja noch einen Senna, da steht in der anderen Garage. Aber da muss ich einen Computerlehrgang machen, bis man alles versteht. Und hier gibt es Gas, Bremse,
und Schaltwippen und Lenkrad. Und mehr braucht man nicht. Und es macht Spaß, das Auto. Ja. Und hat einen geilen Ton und ist alles super. Wir können ja noch einmal eine Runde drehen. Ich glaube, Ferrari ist das lauteste Auto, so, ne? Habe ich so immer vom Hören. Ja, ist sehr laut. Sehr laut, ne? Wir können fahren nachher eine Runde, wenn du willst. Ja, aber ich fahre nicht, das sag ich dir schon mal. Warum? Nicht, nee, ich fahr mit. Okay, dann fahr mit. So, dann haben wir hier noch wieder so eine Kooperation zwischen Vespa und Dior. Oh, das ist auch für die Frau. Da gibt's dann so einen Vespa-Roller, gibt's dann zwei Helme dazu, ja, eine Strandtasche und diesen Koffer. Und es gibt, glaube ich, nur 100 Stück. Und die haben, die kostet, glaube ich, 23.000 Euro und kosten jetzt schon 100. Oh, was? So viel? Ja, ja, ja. Für einen Roller 100.000? Dior-Roller. Dior-Roller, ja. Ja. Crazy. Eine Ducati, eine ganz alte. Und dann haben wir hier noch den SVJ Roadster. Muss man halt haben, ne? SVJ mit Cabrio, ne? Kann man einfahren. Genau. Fährst du den gerne? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich bin immer so der Lamborghini-Freund. Nicht so, ne? Das ist zu viel VW drin jetzt. Das stimmt. Und ich hatte mal 9 Diablos. Und SV und alles, was es gab, GT, das waren tolle Autos. Ja. Aber nach dem Diablo hat es dann angefangen, immer weniger Spaß zu machen. Und ich weiß auch nicht. Und die machen auch zu viele Autos. Wenn du in Dubai, du weißt ja, wenn du in Dubai rumfährst, dann fahren dir ja 50 Stück ja, das ist am Tag vorbei. 50 Stück. Und LaFerrari sieht man gar keinen. Nee, gar keinen. Das hat natürlich auch den Grund, dass die meisten Leute ihren Ferrari nicht fahren, ihren LaFerrari, weil die Angst haben, dass wenn sie viele Kilometer drauf ballern, dass er weniger wert wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Senna anguckt, einen McLaren Senna, mit 500 Kilometer kostet er noch 1,2 Millionen, mit 15.000 Kilometer kostet er noch 600.000. Also das ist schon krass, der Wertverlust durch die Kilometer. Aber LaFerrari ist egal. Wie gesagt, ich kaufe noch einen Aperta und ich habe noch einen in Deutschland, der hat 0 Kilometer. Das heißt, den nehme ich zum Fahren und der in Deutschland, der bleibt da stehen. Ja. Der hat auch noch deutsche Papiere und alles. Okay. Also EU-Auto. Und einen habe ich zum Fahren, einen habe ich zum Sammeln. Dass der einen Wert verliert, den ich habe, gewinnt der andere. Also gleich zieht es wieder aus. Wie gesagt, das nächste Baby ist ein Aperta. Was ich an Bugatti gut finde, ist das nächste Modell, das Cabrio. Da bin ich auf der Liste, also da habe ich einen bestellt. Den würde ich vielleicht schon auffahren, aber weiß noch nicht. Und wie ist das bei Ferrari? Holst du das direkt bei Ferrari? Ist ja auch nicht so einfach. Nein, nein, wo ich den gekauft habe, war ja die Produktion schon lang fertig. Okay. Und du brauchst ja, glaube ich, 3 Zwölfzylinder und musst lang Ferrari-Kunde sein, dass das du ist das, ja, einen LaFerrari kriegst. Und meine Autos habe ich meistens immer nicht direkt von Ferrari gekauft, okay, sondern woanders. Und habe mir da auch nie Gedanken gemacht. Aber ist mir auch egal. Es kommt jetzt auch ein neuer LaFerrari, also Nachfolger, kommt jetzt auch, glaube ich, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Wird da wahrscheinlich auch wieder keiner kriegen, aber irgendwie kriegt man halt auch. Ja. Mit ein bisschen Überliste. Ein bisschen. So. Und das war's schon mit Autos für heute. Und ich habe aber noch eine Überraschung für dich. Ja. Wir können noch eine Runde LaFerrari fahren. Das hört sich gut an. Ich muss dir noch was ganz Tolles zeigen. Okay, zeig mal her. So Leute, wie es weitergeht hier bei Prinz Markus, was er mir jetzt gleich zeigen möchte, seht ihr im nächsten Video. Schaltet wieder rein, es wird spannend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Peace.